Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Borsten Maul. Viel Spaß dabei. So, meine lieben Freunde, jetzt geht es los. Hallo und einen recht schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Reign of Kings. Ja, und dazu wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Schauen wir einmal nach, was unsere Öfen hergeben. So, meine Laune ist wieder besser, beziehungsweise eigentlich sehr gut. Und uneigentlich auch. Dieses Wort eigentlich, das ist ja eigentlich immer eine Einschränkung. Eigentlich sollte man eigentlich ja überhaupt nicht sagen. So. Nein, mir geht's gut, ich habe gute Laune. Die Pleite von gestern habe ich vergessen. Und dann machen wir einfach mal munter weiter. Bisschen aufräumen. Genau. Das wollte ich da reinpacken. Dirt. Neu. So, Stein haben wir hier noch drin. Kohle haben wir. Wie viel Wasser brauchen wir? Wasser haben wir drin. Gut. Ups. So, dann will ich mal schauen. Fehlt. Gut. Stone Slabs. Na gut, dann muss ich erst Stone Slabs herstellen. Da sind sie. Aha. Kohle haben wir genug, Wasser haben wir genug. Ach, Steine brauchen wir. So, Steine. Sind ja steinreich. So, Stone Slabs. Craften. Das klappt alleine. So, dann holen wir uns ein bisschen Lumber. Am besten frisch aus die Sägemühle raus, jawohl. Wasser ist genug drin. Das nehmen wir uns auch raus. Mal eben gucken, wie viel wir da ungefähr brauchen für die Fußbodendielen. So, dann machen wir mal Nummer 6 kurz. Was wären dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 24 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Mann, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 24 Stück. Weil ich kann mich daran erinnern, 2 mal 12 ist 24. Habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt. Bo, 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 bo. So. Wo sind sie? Ach so, kann ich noch nicht maken. Weil das noch am Arbeiten ist. Na gut. Oh mein Gott, wir haben schon wieder Durst. So. Ja, hier lassen wir erstmal alles so. Manchmal das mal da rausnehmen. Das kommt zu anderem Baumaterial dazu. So, dann können wir das da reinpacken. Prima. Wasser nehmen wir uns vorsichtshalber auch mal noch raus. So. Ja, so weit sind wir da oben auf dem Turm noch nicht. So, mir ist nämlich vorhin wieder eingefallen, dass wir ja für die Stahlproduktion andere Sachen brauchen. Ja, doch, ist ja richtig.
Das ist genug da, das ist genug da. Aber Öl brauchen wir doch auch. Da brauchen wir mindestens 1000 Öl. Hier haben wir immer noch keine gescheite Treppe. Aber wir haben doch welche dabei. Nummer 7. Drehen. Müssen wir dann nachher sowieso noch welche bauen. Hier mache ich auch mal welche dran. Drehen. Der wäre zu laut geworden. Was haben sie früher immer erzählt? Wenn man Niesen auffällt, platzt man irgendwann. So, jetzt aber. Das ist nicht so viel. Na, ich glaube 500 reichen erstmal. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, was ich hier mache. Gucken, wofür wir überhaupt noch alles Stahl brauchen. Craften. Weil das sowieso so fürchterlich lange dauert. So. Auch noch einen Moment. Ja, man sollte eigentlich immer von allen zwei haben. Aber wir kommen ja einigermaßen klar mit unserer Produktion. Dunkel. Was haben wir? Noch 9 Stück haben wir. Ja, ich denke mal, dass wir diese Ecke mindestens auch aus Stein machen. Hier sieht man ein bisschen was. Normalerweise wollte ich das jetzt hier nicht machen. Ich wollte eigentlich oben weitermachen. Aber im Anbetracht der Dunkelheit. Machen wir das mal eben hier erst fertig.
Ja. Drei Stück fehlen. Aber wir müssen das sowieso noch massenhaft machen. So. Wofür benutzt haben wir eigentlich eine Treppe gebaut, wenn wir die nicht nutzen? So. Irgendwann hüpfe ich da runter oder habe ich mir einen Knöchel gebrochen? So. Dann. Iron. Iron. Das scheint so zu sein. Iron Steel. Hier nicht drin. Eine Eisentür. Würde mich ja schon mal interessieren, wie die aussieht. Einmal craften. Genau. Nummer 6. Da 24 Stück von. Dumm. Ja, das warten wir im Moment ab. Hier oben für den Fußboden. Dann machen wir diese Steinblöcke für die Wände. Dankeschön. Da machen wir mal noch die 2. Okay. So, und dann wollen wir die mal herstellen. Dumm, die dumm, die dumm. In der Zeit putze ich mir mal mein zartes Näschen. Entschuldigung. So. Bum, bum, bum. Immer hin und her laufen muss. Dreißig Sekunden noch. Wir schon wieder alles mitschleppen. Prima. Wie viel Platz braucht denn überhaupt das Tor Nummer 6? Erstmal drehen. So. Da sind das 2.
6. Nummer 6. Blöd, Mann. So. Dann wollen wir sie doch noch mal drehen. So, ist besser. So, die Nummer 5. Prima. Haben wir 57. Ja, das machen wir von oben. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da nicht nach hinten noch erweitere etwas.
So. Ja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Kann ich noch mal ein bisschen erweitern oder sowas oder noch irgendwas anderes baue. So. So, hier haben wir auf jeden Fall mal ein Fenster. Da haben wir ein Fenster. Hier machen wir mal ein Fenster. Genau. So, dann die Nummer 6. Mal unser gucken, wie hoch wir unseren Turm kriegen. Fenster klatschen wir hinterher rein. Das ist nicht richtig. Genau, weil das nämlich... Genau. Das wäre richtig. Kern. Kern. Das ist auf jeden Fall richtig. Das wäre richtig. Das wäre richtig. Da würde hier Nummer... Da müssen wir eben ändern. Treppe. Auf Nummer 7. 7. Drehen. Genau. Nummer 6. Ja, wie das aussieht, da müssen wir dann mal hinterher gucken.
Kern. Müssten wir noch eigentlich viel mehr von haben. Sag ich doch. Nummer 6. Genau. Kern. Da geht es auf jeden Fall von der Höhe weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke ich überhaupt hochbauen kann. So, das erstmal so andeutungsweise. So, dann geht es hier weiter hoch. Ist schon einer. Ja, ja. So. Dann die Nummer 7. Passt. So, habe ich mir hier irgendwo eine Falle gebaut? Nein. Habe ich nicht. Rauf, rauf. Rauf. 6. So. Nummer 7, die Treppe. 10. So. Nummer 6. Die Nummer 7. 10. Nummer 6. Ich hasse diese scheiß Dunkelheit. Nee, das muss ich lassen. Nummer 7. Drehen. Nummer 6.
Na, es wird Gott sei Dank heller. Kehren. So. So, nee, da nicht. Da muss wieder eine Treppe hin. Wie viel haben wir noch? 4 Stück. Nummer 7. So. Nummer 6 hier hin. Nummer 7 drehen. Nummer 6. So. Na doch, ist richtig. Nummer 7. Drehen. Nummer 6. So, wie gesagt, entschuldigt, wenn ich einfach jetzt hier nicht großartig weiterrede. Ihr seht ja, was ich mache. Und zum Quatschen gibt es noch genug Gelegenheit. Bin echt gerade am Überlegen, wie hoch ich noch bauen soll. Wir das jetzt schon als Höhe annehmen sollen oder nicht. So. Eine Treppe haben wir noch. Nummer 7. So, dann einmal drehen.
Mein weiter nach oben können wir immer noch erweitern. Wenn wir dazu Lust haben. Glaube. Ah, das muss ich gleich testen, ob ich da noch vorbeikomme. Ich glaube, die Aussicht ist schon recht schön. Ich nur ein Problem, ich würde gerne die Plattform noch vergrößern. Und ich komme aber nirgends da draußen hin. Und der ist schon mal im Weg. Der ist im Weg. Der geht, der geht. Der geht, der geht, der geht, der geht. Geht, das geht, das geht, das geht, das geht. Geht. Das geht. So, das ist der Dachboden. So, tiefer, tiefer, tiefer. Tiefer. So, dann gucken wir uns das mit der Turmhöhe mal an nachher. Das weiß ich jetzt nicht. Hier haben wir da Treppe. Das könnte sein. So. Meine Frau hat zum Angriff auf das Kuchenbuffet geblasen. Und das heißt für euch jetzt, ich verabschiede mich. Macht's gut. Habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allen Dingen, wenn ihr Gutes tut. Und ich hoffe, ihr macht nur Gutes. Und in dem Sinne einmal Tschüss.